Hätten Sie gerne einen vegetarischen oder Fleischburger? Nee, Fleisch. Ja? Ja, ja, ich esse alles, was meine Eltern hatte. Sonntag, bestes Ausflugswetter. Hier direkt an der Wupper im Bergischen Land liegt das Café Hubraum. Von Richard Zöllner. Das Mekka für Biker. Currywurst Hubraum Deluxe, Spieß Bochum, Hacksteak. Ah, Salatteller mit Hähnchenbruststreifen, KTM-Schnitzel, Kawasaki-Schnitzel. Herr Zöllner, haben Sie hier irgendwas Vegetarisches auf der Karte? Nein, leider nicht. Hand aufs Herz, haben Sie schon mal einen vegetarischen Patty probiert oder sind Sie eher Typ Fleischfresser? Ich bin eher Fleischfresser. Und ich habe noch nie Vegetarisches probiert, ehrlich gesagt. Also ich wäre doch nie auf die Idee gekommen. Ja, dann ist das doch der ideale Ort hier, um vegetarische Burger an den Mann zu bringen, oder? Denn die Stiftung Warentest hat 18 Veggie-Burger-Patties getestet. 4 tiefgefrorene Produkte auf Erbsenproteinbasis. Den Großteil der getesteten Patties aus Soja, Weizen und Co. findet man in der Kühlung. Und ganz ohne Kühlung kommen 4 Produkte aus. Aber schmecken die auch? Das Stern-TV Foodmobil ist da. Werner Habegger brät hier drin heute Burger für hungrige Biker. Natürlich umsonst. Der gebürtige Schweizer ist gelernter Koch und seit über 10 Jahren Veganer. Dass unsere Patties auch fleischlos sind, das behalten wir erstmal für uns. Boah, ganz schön anspruchsvolle Klientel hier. Ich weiß nicht, ob wir hier unsere Veggie-Patties an den Mann kriegen. Ich glaube, da hilft nur eins, der Testsieger der Stiftung Warentest. Und das ist der. Hätten Sie auch nicht gedacht, oder? Na gut, los geht's. Der Testsieger kommt auf den Grill. Mal schauen, ob er überzeugen kann. Mmh, schon mal sehr gut. Ja? So wie ein Burger sein soll. Ja. Perfekt. Essen Sie eher viel Fleisch oder? Sollte man vielleicht nicht sagen. Sehr viel Fleisch. Und Ihren Burger normalerweise irgendwie mit Rind oder was? Immer. Mhm. Nur mit Rind. Was würden Sie denn sagen, was da jetzt für ein Fleisch drauf ist? Schmeckt nach Rind. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist kein Rind, das ist Gemüse. Das ist ein vegetarisches Patty. Das bin ich etwas überrascht. Es schmeckt wirklich gut. Ja? Wirklich gut. Es ist super. Nicht trocken, saftig. Ganz gut. Und wie schmeckt's? Vom Feinsten. Ja? Kommt richtig gut rüber. Bin begeistert. Richtig was los bei unserer Bude. Hätten Sie gerne einen vegetarischen oder Fleischburger? Nee, Fleisch. Ja? Ja, ja, ich esse alles, was meine Eltern hatte. So, bitteschön. Ja, ja. Wie schmeckt's denn? Schmeckt gut. Ist das denn jetzt gesund, was ich esse? Das ist mega gesund, weil es ist aus Erbsenprotein. Echt jetzt? Ja. Wow. Würden Sie denn sowas auch mal auf den Grill schmeißen? Definitiv. Ja, jetzt? Nee, ungelogen. Schmeckt gut. Ja. Ich fürchte nur, dass Erbsen sind ja Hülsenfrüchte, ne? Nicht, dass ich noch neue Oma-Buchsbruch. Das wäre dann schlecht auf dem Motorrad, ne? Ja. Aus Erbse ist auch der Testverlierer. Der Green Cuisine vegetarische Burger von Iglo. Schadstoffbelastet, riecht und schmeckt nach altem Fett, sagt die Stiftung. Testurteil mangelhaft. Zu Besuch an Werner Habeggers Wirkungsstätte. Wir schauen uns ein paar der Testprodukte genauer an. Was ist drin? Was sind denn da jetzt die Unterschiede? Der Hauptbestandteil sind unterschiedliche Hülsenfrüchte. Wir haben einmal Erbsen, wir haben einmal Soja. Wir haben hier Jackfruit, das ist ein bisschen anders. So, die Grundzutat unterscheidet sich halt. Alle haben aber gemeinsam, sie wollen sein wie Fleisch. Wie kriegen die Hersteller das hin? Zum einen eben durch Gewürze, zum anderen halt eben auch durch Pflanzenfasern, die dafür sorgen sollen, dass die Struktur, das Gefühl beim Abbeißen, die Optik so fleischähnlich wie möglich ist. Und das kann was kosten. Das teuerste Produkt im Test ist der Nu3 Bio Jackfruit Burger. 2,22 Euro pro 100 Gramm. Schmeckt würzig, fruchtig, aber auch hier fanden die Tester Schadstoffe. Gesamtnote 2,9. So eine Jackfruit, die fliegt ja auch ganz schön weit um die Welt, oder? Wo kommt die her? Die Jackfruit kommt überwiegend aus Südostasien. Natürlich, das ist nichts, was man in Massen konsumieren sollte. Aber ich meine, Bananen wachsen halt auch nicht in der Eifel. Und komischerweise fragt da keiner nach Transportwegen. Wenn es dann vegan wird, dann ist das einfach ein Thema.
Genug gequatscht. Jetzt zeigt mir Werner, wie man ganz einfach selbst ein fleischloses Patty herstellt. Dafür braucht's nicht viel. Wichtig ist vor allem die Größe des Pürierstabes. Alles vermischen. Fühlt sich schon mal an wie Hack. Sieht auch ein bisschen so aus. Jetzt muss die Masse in den Kühlschrank. Wie lange muss das drin bleiben? Eine gute Stunde. So, Stunde ist rum. Mal gucken, wie gut die Patties durchgezogen sind. Und Werner. Darf ich Werner! Aus? So, das ist gekühlt genug. Ja, ist gut geworden? Ich denke. Wer anderen einen Burger brät, braucht ein Patty-Pressgerät. Ja, krass. Da ist er. Das erste Patty. Wow. Jetzt mache ich noch einen für Steffen. Ein erbärmlicher Stern. So. Fertig. Steffens Stern-TV-Burger kommt in die Pfanne. Oh, nicht zu dunkel. Noch ein bisschen mehr Gemüse. Und? So, da ist er, der erste vegetarische Stern-TV-Burger. Sieht lecker aus. Wer sich die Selbermachmühe sparen will, geht zum Discounter. Die Patties von Aldi und Lidl sind gleich teuer. Beim Geschmack schneidet Lidl aber besser ab. Beide Patties haben viele gesättigte Fettsäuren, sagen die Tester. Ungesund. Deswegen nur befriedigend. Zurück in Solingen. Stern-TV brät Burger für hungrige Biker. Der Geruch unseres Grillguts zieht sie alle an. Auch dieses Paar kann nicht widerstehen. Lecker Burger hätten wir gerne. Zweimal Cheese gerne. Was ist denn drauf? Tomate, Käse, Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob das Fleisch ist. Haben Sie denn das Schild nicht gelesen? Nee. Es ist ja immer wichtig, im Leben auch das Kleingedruckte zu lesen, ne? Irgendwie, ja, vegetarisch. Richtig! Ja. Steht doch da. Da probieren schon die Nächsten. Finne Mika findet unseren Burger. Wie finden Sie das Fleisch? Super, ist genau richtig. Was würden Sie denn sagen, wenn ich Ihnen sage, dass das ein Veggie-Burger ist? Ja. Ich habe ganz oft gedacht, irgendwas muss doch jetzt hier noch kommen. Und welche Form, was ist das? Das ist der Testsieger der Schokolade. Ja, okay. Auf Erbsenproteinbasis. Ja, okay. Man kann das nicht sehen. Konsistenz ist wie Fleisch. Sieht aus wie Fleisch und schmeckt lecker. So, jetzt muss noch Chef Zöllner probieren. Was Vegetarisches kommt ihm sonst nicht zwischen die Zähne. Also der schmeckt wirklich klasse. Wenn jetzt auch noch Zöllners Hund zubeißt. Tja, es klappt. Fest bestanden, würde ich sagen. Das Patty, das Biker, Hunde und auch die Tester der Stiftung restlos überzeugt, ist das von Beyond Meat. Vegan. Schmeckt fast wie Rind, sieht aus wie Rind, ist saftig. Note 1,8. So, da war aber noch was. Der Stern-TV-Burger muss doch noch zu Steffen. Ey, alles muss man ja alleine machen. Ey, jetzt bin ich auch noch Sternando, oder was? Naja, Lieferdienste boomen ja bekanntlich in der Krise. Steffen, ich komme! Wo geht's denn lang?